aufzeichnen, weil sie einfach Lust haben und... Nein, nein! Du dreckiger Gumba, ich hab's genau kommen sehen. Zuletzt bei Super Mario Galaxy. Nach einem sehr frustrierenden Bosskampf während eines Risikokometen in der Geisterschiff-Galaxie erzählte ich von diversen Autopannen, welche ich in gerade einmal 5 Monaten, seit ich das Auto besitze, erlebte. Etwas traurig, aber definitiv eine gute Geschichte. Schaut euch den letzten Part an, falls es euch interessiert. Hey Friends, wie geht's euch? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Super Mario Galaxy. Heute wollen wir uns, während wir natürlich über den ein oder anderen Stuff reden, uns den Challenge-Planeten widmen. Die haben wir dadurch freigeschaltet, dass wir 3 grüne Sterne gesammelt haben im Verlauf des Games. Und diese 3 grünen Sterne ermöglichen es uns, hier auf diesen, ja, Mini-Planeten zu kommen, sage ich mal. Und hier können wir in 3 verschiedene Richtungen uns wegdüsen, uns wegfeuern lassen. Und die führen uns jeweils kleinen Mini-Galaxien, wo wir einfach nochmal Challenges mit dem Ball beim Surfen und ich weiß gar nicht, was das dritte war, machen müssen, ne? Also einfach nochmal quasi eine etwas schwerere Version von diesen Geschicklichkeitsspielen, sag ich mal. Ja, ne, das steht auf jeden Fall heute an und das heutige Fanart, wir packen es direkt an den Anfang, dass es auf jeden Fall seine Wertschätzung bekommt, denn es ist wunderschön geworden. Es ist wirklich wunderschön geworden. Kommt vom lieben Dirty Derek auf Instagram. Leute, Instagram beste Plattform, auch wenn es jetzt YouTube Stories gibt, Instagram ist immer noch viel cooler. Uiuiui. Und ich müsste mich konzentrieren. Und so hat er ein Bruder muss los Bild gemalt. Richtig, richtig cool. No joke. Fand ich mega nice. Und Moment mal. Was geht hier ab? Ah, okay. Das wusste ich gar nicht mehr, dass man das kaputt hüpfen kann. Man muss auf jeden Fall A drücken, um das hinzubekommen. Ja, ne, richtig schick, ne kleine Bleistiftzeichnung, wie ich auf dem Pedalo stehe. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Hat es natürlich nicht speziell mit Galaxy zu tun, aber es gibt wirklich die ein oder anderen Fanarts, die halt, wo tatsächlich einfach Leute irgendwas von mir zeichnen oder einfach irgendwie random drauf loszeichnen, weil sie einfach Lust haben und... Nein, nein, du dreckiger Gumba, ich hab's genau kommen sehen. Und auch solche Zeichnungen möchte ich wertschätzen. So, diesen dreckigen Goomba werden wir jetzt überrollen und damit haben wir mit ihm keine Probleme mehr. Und dann schauen wir jetzt mal, wie wir uns hier weiter anstellen. Natürlich sind das Challenges, die auch ein bisschen Konzentration benötigen. Was es dann nicht immer ganz einfach macht, über Themen, Kommentare, Fanarts, sonstiges zu reden. Aber es ist ja auch irgendwo die Aufgabe eines YouTubers. Oh, ich glaube, die boosten uns richtig übel weg, wenn die uns erwischen. Es ist natürlich dann auch die Aufgabe eines YouTubers, quasi dieses Multitasking hinzubekommen. Zum einen zu zocken und auf der anderen Seite auch über Themen zu sprechen. Ich sag mal, bei nicht so erfahrenen YouTubern, beziehungsweise einfach nicht so guten YouTubern, was die meisten Leute ja am Anfang sind, ging mir ja genauso, merkt man es halt häufig darin, dass sie über Themen reden und sich halt viel zu leicht vom Gameplay ablenken lassen und dadurch einfach ein ganz, ganz, ganz mieser Themenfluss zustande kommt und das finde ich halt persönlich immer sehr, sehr uncool und dann ist es auch ein Grund, was ich dann auch irgendwie sehr, sehr unangenehm finde, mir Videos anzugucken davon, wenn Leute einfach über ein Thema reden, so nach dem Motto, hey, ich rede jetzt über die politische Situation in Trinidad und Tobago, das ist so mein Lieblingsland und da wollte ich euch jetzt einfach mal was über die Präsidenten erzählen und dann immer 15 Sekunden erzählen, dann passiert wieder irgendwas im Gameplay und sagen sie, oh, wir haben den Stern erhalten und dann quasi wieder erstmal 10 Sekunden zurückspulen, um den roten Faden wiederzufinden. So, am Ende haben sie keinen roten Faden, sondern vielleicht irgendeinen bunten Wollknäuel voll Kot. Und, ne, also, falls ihr YouTuber sein solltet und über Themen sprecht, legt unbedingt Wert darauf, euch nicht zu sehr vom Gameplay ablenken zu lassen. Es ist nicht schlimm, ab und zu mal zu erzählen, was im Gameplay abgeht, weil auch thematisch kann man einfach mal gewisse, wie soll ich sagen, ja, logische Kapitel setzen. So, man kann ein Thema immer an einer guten Stelle unterbrechen, weil einfach ein Sinnabschnitt abgeschlossen wurde, aber wenn ihr über Themen redet, dann bitte nicht alle 10 Sekunden unterbrechen, den Satz wieder von vorne anfangen. Das ist unglaublich unangenehm und es kommt auch kein wirklicher Themenfluss zustande. Da muss man auch ab und zu einfach mal den sauren Apfel beißen und nicht alles im Gameplay kommentieren. Der Zuschauer ist ja auch nicht dumm und der sieht ja auch, was passiert. Und wenn wirklich was passieren sollte, was der Zuschauer beim Zuschauer nicht erkennen kann, beziehungsweise wo ihr euch verpflichtet fühlt, das zu erzählen, aber ihr seid auch mitten in einem Thema, dann bleibt einfach kurz stehen, erzählt das Thema zu Ende und erzählt dann das, was im Gameplay passiert, nachdem ihr das Thema abgeschlossen habt. Ich glaube, ihr konntet mir ein bisschen folgen. Gut, ne? Da jetzt ist es quasi so ein Themen-Sinnabschnitt. Jetzt kann ich wieder aufs Gameplay eingehen. Wir sind in der 2. Challenge und das ist die Testblasengalaxie. Und die ist quasi so 5-teilig aufgebaut. Wir haben 5 Mini-Challenges und nach jeder Challenge gibt es, soweit ich weiß,
ein Sternfragment, ein Sternringfragment. Und die müssen jetzt quasi hier Stück für Stück einsammeln. Kommen wir noch kurz zu den Kommentaren der letzten Folge. Und zwar der allererste Kommentar kommt vom lieben Maximilian Freier. Vielen, vielen Dank für deinen Kommentar. Er hat mal wieder angemerkt, dass ich mal wieder eine Lila-Münzen-Mission gemacht habe und die Facecam nicht zur Seite geschoben habe. Friends, es tut mir leid, es ist keine böse Absicht, aber das ist einfach sehr, sehr schwierig, da dran zu denken. So, es wäre viel einfacher, wenn ich meine Facecam quasi extra zum Gameplay aufnehmen würde, aber ich nehme Facecam und Gameplay immer gleichzeitig auf, wodurch ich dann im Schnitt nicht mehr die Möglichkeit habe, die Position der Facecam zu verändern. Wird sich vielleicht irgendwann ändern, ist aber nur dann möglich, beziehungsweise nur dann in dem Qualitätsstandard möglich, wenn ich nochmal etwas Geld investiere. Und aktuell fühle ich mich einfach noch nicht bereit, mein Setup wieder zu erweitern, weil das auch wieder ein Umbau des Arbeitsplatzes wäre. Und ich sag mal, jetzt, wo ich in meine neue Wohnung gezogen bin, habe ich natürlich, ich sag mal, mit viel Geld und viel Gedankenschmalz und viel Aufwand jetzt hier einen sehr, sehr schönen Arbeitsplatz aufgebaut. Und quasi, um den dann nochmal zu verändern, wenn ich eine bessere Kamera installieren will, beziehungsweise dann auch die Kamera parallel aufnehmen will, dann müsste ich da nochmal viel Arbeit rein investieren und das ist mir tatsächlich aktuell nicht wert. Da zahle ich dann auch den Preis, dass ich ab und zu vielleicht mal den Lila-Münz-Counter verdecke. Nur ein kleines Detail wollte ich aber einfach mal anbringen und da quasi damit auch zeigen, ich sehe die Kritik, ich nehme sie wahr, aber das ist mein Standpunkt dazu, weshalb die Dinge so sind, wie sie sind. Ich hoffe, ihr habt da Verständnis für. Und, ich wollte damit aber einfach nur zeigen, ich sehe eure Kritik. Es ist nicht so, dass es irgendwie untergeht, weil wenn YouTuber nie auf Kritik eingehen, dann hat man immer das Gefühl, die ignorieren die einfach, weil man nicht weiß, ob sie sie lesen oder nicht. Ich lese sie, ich nehme sie auch ernst, aber ich liefere euch quasi auch einen Grund, warum ich jetzt spontan daran nichts ändern kann. So, das ist wohl mit Abstand eines der einfachsten von diesen Sternfragmenten gewesen, obwohl wir jetzt, ich will vielleicht gar nichts gesagt haben, jetzt müssen wir erstmal hier oben durch, müssen jetzt ein bisschen Gas geben, aber das haben wir auch sehr schön, damit haben wir schon mal den Sternring aktiviert. Ein weiterer Kommentar, der reinkam, ist vom lieben Smirking Gengar, denn ich habe in der letzten Folge ein bisschen über mein Pech mit meinem Auto erzählt, ja, dass irgendwie permanent wieder ein Schaden drin war und habe euch dann gefragt, so, habt ihr schon mal irgendwas Witziges im Auto erlebt? Eine liebe Smirking Gengar hat eine ganz witzige Story erzählt, die mich tatsächlich ein bisschen daran erinnert, was ich auch schon mal erlebt habe, und zwar ist er mit seinem Dad wohl Auto gefahren und so mitten während der Fahrt hat es einfach mal richtig Putz gemacht und der Auspuff ist einfach halb explodiert. Und dann haben sie sich jetzt quasi ein neues Auto gekauft. I feel you. Ich stelle mir es aber tatsächlich mega witzig vor, man fährt auf einmal, Watz, es macht einen Mordschlag hinten am Auto und dann so, Bruder, Auspuff kaputt, Bruder muss ganz, ganz dringend in die Werkstatt. Fand ich auf jeden Fall sehr, sehr witzig, da wollte ich einfach mal hier dran bringen. Ist ja auch immer so, wenn man als YouTuber fragt, hey, erzählt mir doch mal irgendeine Story, die ihr erlebt habt, und man schreibt dann was in die Kommentare und es wird dann einfach so null appreciated von niemandem, dann denkt man sich auch mal so, warum sollte ich was in die Kommentare schreiben? Dementsprechend, wenn ich auch immer so einen Themenvorschlag mache, was ihr in die Kommentare schreiben könnt, dann möchte ich auch das quasi immer mal wieder dranbringen. Holy shit, hier sind ganz schön viele Kugelwillis, aber ich habe mich hier echt geil durchgemogelt. Fresh. Ja, also, ich werde noch meine Story, mich hat auch mal mein Handballtrainer nach Hause gebracht und vor unserer Hofeinfahrt, zumindest vor unserer ehemaligen Hofeinfahrt, ich wohne ja mittlerweile nicht mehr daheim bei meinen Eltern, ich wohne ja mittlerweile allein, vor der Hofeinfahrt meiner Eltern ist so eine relativ, ja, ich sag mal, eine relativ große Regenrinne, da wo quasi das Wasser abfließt und dann in den Kanal läuft. Und mein Trainer hatte damals wohl ein relativ tiefgelegtes Auto, warum auch immer. Das war auch relativ alt, also ich denke nicht, dass das irgendwie künstlich hat niedriger liegen lassen. Auf jeden Fall fährt der auch durch diese Einfahrt und damals einmal Wumms. Und sein Auspuff ist halt auch in tausend Teile zersprungen gefühlt. Nein, der Ding hat irgendwie weg. Und das Auto klang danach einfach wie ein Motocross, no joke. Der drückt einfach so aufs Gas und das Auto einfach schreit, brüllt halt einfach übelst rum. Und da musste ich einfach direkt dran denken, als ich die Story gelesen habe. Fand ich auf jeden Fall auch sehr witzig. So, und jetzt die letzte Story, oder was heißt die letzte Story? So den nächsten Kommentar, wo ich heute ein bisschen drauf eingehen will, kommt von lieben Yassin. Und hat er quasi nach einem Thema gefragt, was ihn interessiert. Und zwar hat er geschrieben, hey Hübi, mich interessiert fürs nächste Themenvideo, was in deiner Freizeit so alles tun würdest und machst. Das ist tatsächlich, wenn ich es von meinem jetzigen Standpunkt aus beantworten würde, sehr, sehr langweilig. Denn für einige klingt mein Alltag sehr, sehr langweilig. Weil, groß Freizeit habe ich eigentlich nicht mehr.
Mein Arbeitsablauf, zumindest Montag bis Freitag, wenn mein Job ist, sieht eigentlich sehr, sehr eintönig aus. Ich bin so, von der Früh bis nachmittags um 5 circa in der Arbeit. Ich muss ja A drücken zum Gas geben. Moment, ich muss ja so halten, ne? Ja, ich habe die Steuerung verkackt. Also, ne, ich bin Montag bis Freitag so vor 5 bin ich eigentlich selten daheim. Dann mache ich meistens so im Schnitt 3 Stunden YouTube. 3 bis 4 Stunden. Ich nehme halt 2 Videos auf, bearbeite die und so weiter. Man muss ja auch immer noch Fanarts aussuchen, Kommentare beantworten und was halt so alles anfällt. Mittlerweile tatsächlich auch so ein bisschen Mails beantworten und so. Also man könnte schon fast sagen, das ist fast schon ein bisschen Business-Arbeit, aber wirklich nur in einem ganz, ganz kleinen, geringen Maße. Und ja, dann ist es halt meistens schon 8. oder 9. Und ich gehe Dienstag, Donnerstag ins Fitnessstudio von 9 bis 11 Uhr. Und dann gehe ich ins Bett. Montags bin ich beim Handball von 8 bis circa 10:30. Also quasi auch da ist der Tag schon rum. Und ja, dann Freitag, Samstag, nachdem ich mein YouTube-Zeug gemacht hat abends, treffe ich mich meistens mit Freunden bzw. Freundinnen oder nutze halt quasi einfach den freien Abend für einfach meine sozialen Kontakte, die ja auch irgendwann noch gepflegt werden müssen. Und dann ist die Woche eigentlich auch schon wieder rum. So, höchstens habe ich Freizeit, wenn ich Urlaub habe. Oder wenn ich, wenn ich vielleicht wirklich mal Samstag und Sonntag bereits so viel produziert haben sollte, dass ich tatsächlich dass ich da wirklich schon so viel produziert habe, dass ich da wirklich nichts mehr zu tun hätte. Dann, ja, steht immer noch Haushaltsarbeit an. Die Wohnung muss regelmäßig gesaugt werden, Abwasch gemacht werden, einkaufen. Ne, das sind alles Sachen, die auf einen zukommen. Ab und zu mal wieder ein bisschen Papierkram. Ne, das ist, wenn man alleine in der Wohnung lebt dann und quasi ja so 1,5 bis 2 Jobs hat, dann ist eigentlich nicht viel mit Freizeit. Aber ich denke, du würdest, wir formulieren wir die Frage anders, um so quasi so ein bisschen, ich beantworte die Frage mal nach dem Motto, was würdest du empfehlen, was man so in seiner Freizeit machen kann, wenn man nicht weiß, was man zu tun hat? Weil natürlich ist mein Leben, mein Alltag bzw. meine Lebensgestaltung auch erst so zeitintensiv, seit ich jetzt hier in meine eigene Wohnung gezogen bin. Und wenn ich da aber eigentlich so ein bisschen zurückgucke, sag ich mal, seit meiner radikalen Mindset-Änderung vom Zocker und YouTube-Gucker, beziehungsweise der einfach nichts tut, seit dieser Mindset-Änderung habe ich natürlich auch noch gewisse Dinge in meiner Freizeit getan. Das war so dann vor allem 12. Klasse und auch teils während meiner Ausbildung, weil vor allem auch in den Berufsschulwochen ich sehr viel Freizeit hatte, weil man da teilweise sehr, sehr früh hatte. Teilweise um 1:30 Uhr nachmittags oder mittags war ich daheim und hatte den ganzen Tag noch vor mir. Und damals war auch YouTube noch nicht so zeitintensiv. Und da habe ich dann quasi mir immer eine einzige Devise gesetzt, was ich in meiner Freizeit tue. Und da bringe ich jetzt quasi so in gewisser Weise einen kleinen Sims-Vergleich, damit das, glaube ich, verständlicher wird. Ich habe mir immer gesagt, egal, was ich in meiner Freizeit tue, ich möchte etwas tun, was mir auch langfristig etwas bringt. Ne? Das kann man so ein bisschen mit Sims vergleichen. Ich habe quasi immer irgendetwas getan, womit ich irgendeinen meiner Sims-Skills pushen kann. Ne? Ihr wisst ja, Sims haben einfach Fähigkeiten wie Charisma, Kochen, Bildung, Sport, Geschicklichkeit, Musikalität, sonst was. Ne? Und die kann man ja quasi, diese Skills kann man ja bei den Sims skillen, indem man sie quasi diese Aktivitäten ausführen lässt. So, man möchte, dass ein Sims musikalisch ist, dann lässt man ihn halt einfach ewig lang Gitarre spielen oder Klavier. Man möchte, dass sein Sims irgendwie tot ist, dann lässt man ihn runterfallen. Nein, Joke. Man möchte, dass sein Sims künstlerisch besser wird, dann lässt man ihn zeichnen. Man möchte das, ne, versteht ihr? Und quasi nach diesem Skillsystem in gewisser Weise habe ich auch meine Freizeit gestaltet. Ich habe einfach geschaut, okay, ich möchte irgendwas in meiner Freizeit tun, was ich zukünftig auch noch gebrauchen kann, ne? Ich möchte etwas tun, worin ich besser werden kann. Und das kann halt ganz, ganz viel sein. Da beispielsweise, wie gesagt, also, ne, jetzt zum Beispiel, wenn ich unterwegs bin oder wenn ich mal Freizeit habe, so dann möchte ich auf jeden Fall in Zukunft ein bisschen mehr kochen oder backen.
weil auch das mir das bringt. So nach dem Motto, hey, ich backe und das bringt mir in Zukunft mit Sicherheit was. So, weil ich einfach cooleres Zeug machen kann. Ich kann vielleicht irgendwann mal Leute zu mir einladen und sie bekochen, beziehungsweise ich kann backen und meinen Leuten, denen ich was mag, was vorbeibringen. Das bringt mir etwas, weil ich dadurch meine sozialen Kontakte besser push, besser Kontakte knüpfen kann und einfach, ja, quasi, ne? So mich in diese Richtung weiter pushe. Oder ich lese etwas. Dadurch bilde ich mich. Und auch wenn man nur einen Roman liest beispielsweise, der jetzt nicht gerade ein Lehrbuch ist, auch dadurch bildet man sich. Weil Lesen, das Gehirn in ganz, ganz vielen Ebenen trainiert und auch das Gehirn, ich sag mal, in eine Art kreativen Prozess bringt, wodurch man dann quasi auch wieder mit dem, was man sich dann damit in Anführungszeichen erarbeitet hat, auch wieder zukünftig etwas anfangen kann. Oder anderes Beispiel, Sport machen. Ich denke, das erklärt sich von allein, man hält seinen Körper fit, man tut was für sich. Oder, ne? Ich habe aber quasi immer meine Freizeitgestaltung danach ausgesucht, was kann ich machen, wovon ich längerfristig etwas habe. Und ich denke, das kann ich auch euch so ein bisschen mitgeben. Und dazu kann man auch mal, keine Ahnung, beispielsweise sich einfach mal auf die Couch legen und eine Netflix-Serie gucken. Bei mir ist so, für mich ist da das beste Beispiel immer House of Cards. House of Cards ist zwar auch nur quasi auf der Couch liegen und eine Serie gucken, aber ich habe tatsächlich total viel aus dieser Serie mitgenommen. Ich habe sie geschaut und dabei ganz, ganz viel gelernt über ja, ich sag mal, wie man seine Ziele umsetzt, wie man ja, ein bisschen das Verhalten seiner Mitmenschen liest. Da ist ja House of Cards ganz bekannt für. Und so habe ich quasi beim House of Cards gucken auch noch ein bisschen was fürs Leben gelernt. Beziehungsweise so ein bisschen da meine psychologischen Kenntnisse in gewisser Weise verbessert. Aber das ist so, glaube ich, wirklich das, was ich sagen kann. So, wenn mich jemand fragen würde, wie soll ich meine Freizeit gestalten? Tu irgendwas, worin du besser werden kannst. Weil wenn du es dann immer wieder in deiner Freizeit machst, wirst du immer, immer besser und besser. Und irgendwann wirst du davon richtig profitieren. So, das ist mein Ding. Das ist das Ding. Auch zocken kann eine schöne Sache sein. Aber da sollte man sich halt die Frage stellen, so, inwiefern bringt mir das was? So, aber wie gesagt, ich kann jetzt hier einen auf großen Moralapostel machen. Ich habe auch ganz, ganz lang gezockt, ohne mir irgendwas dabei zu denken. Aber hier war ja quasi so ein bisschen die Frage so, wie kann ich meine Freizeit am besten gestalten? Und ja, durchs Zocken kann man sie auch sehr, sehr schön gestalten. Aber es ist wahrscheinlich nicht das Optimalste. Ich denke, am besten ist es einfach, eine gesunde Mischung zu finden, womit man sich selber gut fühlt und vielleicht trotzdem noch ein bisschen was für sich tun kann. So, wenn du sagst, okay, ich komme um 2 Uhr von der Schule, mache dann noch 2 Stunden Hausaufgaben oder muss lernen, sagen wir mal bis 4 oder 5, dann hat man immer noch bis abends um 10, wo man vielleicht ins Bett geht, immer noch mindestens 5 Stunden übrig. Und dann kann man sich ja einen Kompromiss machen, so, okay, ich zocke vielleicht 2,5 Stunden, da quasi, um einfach, ja, mich selber glücklich zu machen, um einfach etwas nachzugehen, was mir Spaß macht. Und die anderen 2,5 Stunden verwende ich vielleicht für irgendein Hobby, was mir vielleicht ein bisschen was bringt. Und es muss ja nichts Krasses sein. Wie gesagt, backt irgendwas, zeichnet irgendwas, probiert euch irgendwas, probiert neue Hobbys, geht raus, probiert neue Sportarten, neue Aktivitäten, geht in eine Bar und quatscht mit Leuten. Auch sich mit Leuten einfach treffen und sich mit ihnen zu unterhalten und über das Leben zu philosophieren. Auch das bringt einen weiter, weil man dadurch oft sich selber reflektiert, aber tut irgendwas in eurer Freizeit, wovon ihr einen Mehrwert habt. Ich denke, das ist ein sehr, sehr, so kann man sehr, sehr gut zusammenfassen, was es zu tun gibt. So, und jetzt machen wir tatsächlich diesen lila Münzkomet, weil das keine lila Münzmission ist, die ewig lang dauert. Die können wir noch hier in den Part packen, ne? Und jetzt denke ich auch dran, Friends, ich schiebe The Facecam ein bisschen weiter rüber und mache mich kleiner, dass man das sieht. Und dann machen wir noch diese Challenge. Oh, jetzt habe ich B gedrückt. So, da wären wir, die lila Münzen der Raumflotte. Also auch das ist hier so eine lila Münzmission, wo man quasi in einem Rutsch alles gescheit sammeln muss. Ansonsten ist Feierabend. Ich hoffe, ich habe die Facecam richtig positioniert, dass man das jetzt sieht. Wir checken das gleich ab. Das sieht gut aus. Man sieht die Anzahl meiner lila Münzen. Ich glaube, dass wir 100 Stück brauchen. Das weiß auch jeder von euch. So. Aber ich hoffe, lieber Yasin, dass ich das Thema damit ganz gut behandelt habe. Also, es gibt ultra viele Möglichkeiten, seine Freizeit zu verbringen. Aber versuche, so oft wie möglich eine Freizeitgestaltung zu verwenden, die dich irgendwie weiterbringt. Egal auf welchem Gebiet. Ich persönlich habe da tatsächlich immer dieses Sims-Denken im Kopf. So, ein Sims hat ganz viele Skills. Egal was es ist. Kreative, soziale, sonst was. Aber tu irgendwas, worin du jedes Mal ein bisschen besser wirst. Weil, wenn du eine Freizeitgestaltung findest, die du gerne machst, die quasi für dich Spaß ist, und das gleichzeitig etwas ist, worin du besser werden kannst,
dann wirst du quasi spielend einfach dadurch, dass du etwas tust, was du gerne machst, ein richtiger Experte auf dem Gebiet, was für dich einfach nur Freizeitgestaltung ist. Und das kann dir einfach später unglaublich viel helfen. Das ist einfach bei mir mit YouTube das beste Beispiel. Ich habe YouTube einfach nur angefangen, weil ich irgendwas in meiner Freizeit gesucht habe, was ich tun wollte. Ich wusste, Nintendo ist super geil, mag ich voll gern. Ich liebe es, einfach zu reden. Ich liebe es, mich mit anderen Menschen zu unterhalten. Und ich liebe Nintendo. Aber nur zocken, das bringt mir irgendwie nichts. Und permanent jemand zum Reden hat man auch nicht. Also habe ich einfach das getan, worauf ich Lust hatte. Und ich würde sagen, mittlerweile bin ich ein ganz solider YouTuber darin geworden. Ich sag mal, ich mache das ja jetzt auch schon 3,5 Jahre. Und quasi, ich habe das jeden Tag einfach nur gemacht, weil ich nicht wusste, was ich sonst in meiner Freizeit tun sollte. Ich habe es einfach nur als ganz normales Hobby angefangen, wie alles andere, was man im Leben macht. Und dadurch, dass ich es jeden Tag gemacht habe und jedes Mal ein bisschen besser wurde, habe ich mittlerweile, denke ich mir, was ganz Gutes dabei aufgebaut. Und das auch einfach nur, weil ich etwas gesucht habe, was ich in meiner Freizeit machen kann. Also, YouTube ist genau nach dem Gedanken entstanden, ne, den ich euch gerade geschildert habe. Ich habe einfach irgendwas in meiner Freizeit gesucht, worin ich besser werden kann. Und ja, was mir irgendwie etwas bringt. Und wobei ich natürlich auch Spaß habe. So, wenn man seine Freizeit mit etwas verbringt, wobei man keinen Spaß hat, dann ist das auch turbo nervig. Also, die Kunst ist es, ein Hobby zu finden, was einen irgendwie bei irgendwas weiterbringt. Und dabei trotzdem ein Hobby bleibt, wodurch man einfach Spaß dabei hat und seine Zeit verbringt. Wow, ich bin zufrieden mit dem Themenvideo. Ich bin wirklich sehr, sehr zufrieden. Lieber Yasin, vielen, vielen Dank für den Themenvorschlag. Das war echt eine coole Sache. So wäre ich, glaube ich, nie drauf gekommen, wenn ich da alleine drüber nachgedacht hätte. Aber ich hoffe, du konntest damit etwas anfangen. Und ich hoffe natürlich auch alle anderen. Oder ihr habt euch einfach ein bisschen gut unterhalten gefühlt. Wir haben 111 Sterne. 9 Stück fehlen noch. Und beim nächsten Mal machen wir weiter. Hier in Super Mario Galaxy mit mir, dem Hübi. Haut rein. Danke fürs Zuschauen.